hallo Felix Danner. Ihr seid heute ziemlich gut ins Spiel gestartet, habt schnell mit 4-5 Toren geführt. Was war da los, dass ihr dann auch schon gegen Ende der ersten Halbzeit Wetzlar wieder rankommen lassen habt? Ja, wir haben ein paar hundertprozentige Chancen nicht reingemacht, haben ein bisschen den Ball vertattelt im Angriff und die konnten dann 3-4 Gegenstöße laufen. Dann, so sind sie in der ersten Halbzeit wieder auf 2 Tore rankommen. Und in der zweiten Halbzeit, denke ich, war es ein ausgeglichenes Spiel, wo am Ende dann die Punkteteilung wahrscheinlich gerechtfertigt ist. Also seid ihr zufrieden mit dem Punkt? Nein, das auf jeden Fall nicht. Also, wenn man das ganze Spiel betrachtet, muss man natürlich sehen, dass die Punkteteilung gerecht ist. Aber für uns genügt das natürlich nicht, einen Punkt zu holen gegen Wetzlar. Vor allem nicht, wenn wir in der letzten Minute noch die Chance haben, einen Siegtreffer zu machen. Und wir kommen nicht mal zum Abschluss. Ja, das ist schade. Also ich habe uns ein bisschen stärker gesehen als Wetzlar, aber wir haben es nie geschafft, irgendwie uns einen Vorsprung zu erarbeiten oder den auch, dann auch zu behalten. Und von daher, ja, muss man sagen, Wetzlar hat einen Punkt gewonnen. Besonders am Anfang der zweiten Halbzeit habt ihr Probleme gehabt, da wurde es an 16:14, ein 17:19. Was war da los? Wenn ich das wüsste, ich glaube auch wieder, wir haben da einfach zu einfache Bälle geworfen, die der Torhüter dann lesen kann und dann natürlich hält. Dann haben wir noch 2 Abspielfehler und dann laufen die Gegenstoß und dann bist du ruckzuck im Rückstand. Ja, Wetzlar war mit Sicherheit dann präsenter in der Abwehr und hat im Angriff die leichten Tore gemacht und wir müssen halt einfach so, wie wir das Spiel begonnen haben, mit der Aggressivität, mit dem Derby-Charakter, den das Spiel ja heute hatte, so müssen wir eben auch in der zweiten Halbzeit aus der Kabine kommen. Aber das war leider nicht der Fall und dann müssen wir mal gucken, woran das lag und wie wir das nächste Mal besser machen können. Seid ihr denn jetzt mit dem Unentschieden insgesamt zufrieden? Ja, wenn man das ganze Spiel sieht, natürlich hätten wir gern gewonnen, aber wenn man die 60 Minuten sieht, was da passiert ist alles, dann können, glaube ich, beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sein.